Mein Name ist Ranger Michi. Mein Name ist Ranger Paul. Zusammen sind wir die Price Rangers und testen günstige Saiteninstrumente jeden Freitag neu auf YouTube für euch. Wenn ihr keins unserer wöchentlich erscheinenden Videos verpassen wollt, abonniert am besten gleich unseren Channel. Musikequipment kauft ihr am besten mittels des Affiliate-Links unter unseren Videos ein. Bringt für uns ein bisschen was, unterstützt uns bei unserer Arbeit und hat für euch keinen Nachteil. Aber jetzt mal richtig los hier ans Eingemachte. Eine Squier Bullet Stratocaster Hardtail findet sich heute auf unserer grünen Couch. Für 129 Euro ein schwarz lackierter Lindenkorpus, ein seidenmatt lackierter Ahornhals und ein unbehandeltes Palisandergriffbrett sind die Zutaten, aus denen die Squier hier zusammengeschraubt wurde. Was gibt's elektrisch, Ranger Paul? Wir haben zwei Single Coils, einen in der Neck, einen in der Mittenposition, einen Humbucker, einen Fünfwegschalter, ein Volume Putty und zwei Tonputtys. Dieses Mal kein Tremolo. Gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut, bis auf den Humbucker, da fällt mir gleich auf, dass der ganz schön schrill klingt. Mein erster Eindruck, eigentlich liefert sie uns schon ganz typische Strat-Sounds. Der Bridge-Humbucker beißt etwas arg in den Ohren. Der schreit wohl nach etwas mehr Crunch. Hier fühlt sich der Bridge Pickup schon wesentlich wohler. Allerdings, ein Problem bleibt. Trotz zweier Tone Putties kann man den Ton nicht beeinflussen. Der Bridge Pickup ist nicht mit den Tone Putties verdrahtet, sondern geht direkt aufs Volume. Mal sehen, ob das im Metal-Bereich vielleicht ein Problem darstellt. Die Sounds passen soweit. Ranger Michi, wie sieht's mit der Verarbeitung aus? Mit der Verarbeitung sieht's super aus. Spiegelplan aufgetragener schwarzer Lack, sauber eingedrehte Schrauben auf dem Schlagbrett, Buntbearbeitung, völlig tadellos, bis auf fehlende Politur in den höheren Bünden. Da könnte es noch ein bisschen glatter gemacht worden sein, aber die Bespielbarkeit leidet nicht großartig drunter. Die Mechaniken sind fest, die Potis kratzen nicht und der Schalter funktioniert. Er ist zwar nicht von der teuersten Sorte, das ist aber auch nach wie vor die günstigste
Squire im Programm. Wir haben sie übrigens ausgesucht, weil wir mal gucken wollten, ob wir auch ohne Tremolo mit einer Stratocaster zurechtkommen. Ja, klar. Von meiner Seite gibt es, wie gesagt, nur zu bemängeln, dass man auf den Höhenanteil des Bridge Pickup nicht eingreifen kann. Wenn man einigermaßen fit am Lötkolben ist, kann man das. Ansonsten sollte man die Finger davon weglassen und einen Profi ranlassen. Lässt sich also beheben. Daher von meiner Seite auf jeden Fall schon mal Goldständer. Bei mir wird gar nichts umgelötet. Ich lasse so, wie sie ist. Passt für mich. Goldständer. Wir bedanken uns bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn das so ist, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Und bis ihr wieder was Neues von uns hört, schaut unsere anderen Videos an oder folgt uns auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Twitter und unserem Blog www.pricerangers.com. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Fleißig Gitarre üben. Tschüss. Adio. Adio, Mexiko. Ich wink mit meinem Sombrero, te quiero, ich habe dich so lieb.